Sieh genauer hin. Er lebt in dir. Der König der Löwen ist eine Geschichte, die jeder kennt. Simba. Der Grund, warum der Film so gern gesehen wird, ist die universelle Botschaft. Die Geschichte bleibt jedem in Erinnerung. Die Songs sind großartig. Sie verkörpern alles, was man von einem Disney-Film erwartet. Die Geschichte neu zum Leben zu erwecken, ist wirklich aufregend. Was ist ein Motto? Das kommt von Motivation. Treffer! Versenkt! In Der König der Löwen konnte ich alles, was ich bei The Jungle Book gelernt habe, mit einfließen lassen. Es bot sich aber auch die großartige Gelegenheit, die Geschichte mit Hilfe neuer Tools und Technologien zu erzählen. John weiß genau, was er tut. Es ist wirklich beeindruckend, wie er alles zusammenbringt. Ich bin beeindruckt von der Vielzahl an Talenten, die bei diesem Film mitwirken. Es ist ein Privileg, dabei sein zu dürfen. Dad, let me come, I can help. No, son, you stay with the other cubs. Und dann die Musik. Die Lieder umgab eine traditionsreiche Geschichte, an welcher Hans, Elton, Tim Rice und jetzt auch Pharrell mitgearbeitet haben. Es ist toll, dass wir Schauspieler haben, die sowohl Darsteller als auch Sänger sind, wie Beyoncé und Donald. Sie präsentieren etwas völlig Neues und Aufregendes. Du musst zurück und deinen Platz als König einnehmen. Diese großen Musiker bringen ihre einzigartigen Stimmen mit ein. Hakuna Matata! Hakuna, Matata, Hakuna! Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Das klang gut. Das war eine unglaubliche Erfahrung. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wie jeder mit Herzblut dabei war und so viel gegeben hat. Dich wiederzusehen. Du weißt nicht, was das allen bedeuten würde. Ich liebe die Idee, das Publikum wieder etwas neu entdecken zu lassen. Das wird fesselnd und aufregend. Wir wollten die Erinnerungen wecken, die man mit der Musik und den Bildern verbindet. Diese Stimmung in Kombination mit etwas Neuem und Überraschendem ist die beste Kombination. Dein Vater wartet.